Oh, das sieht aber wieder interessant aus. Zeig mal. Schau mal. Ja. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, aber es gibt ganz viele Frauen, die möchten nichts Goldenes tragen, also außer Weißgold. Also die lieben silberfarbigen Schmuck oder Weißgold. Ne? Das gibt es, ja. Wie ist bei dir? Ich liebe Gold, Silber, Platin. Edelsteine. Ja, genau. Ja, einmal das volle Programm, bitteschön. Bitteschön, die Damen. Hier waren noch mal zwei bezaubernde Damen dabei. Schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Guten Tag, fange mit der Vorstellung an. Das ist die Frau Wendela Horz. Angenehm, ja, hallo. Wie ich gerade schon gehört habe, mein Name ist bekannt, der Horst. Ja. Wer seid ihr beide? Carina? Mhm. Karin. Carina und Karin? Ja. Und das hört sich schon fantastisch an. Seid ihr zwei irgendwie verwandt oder beste Freunde? Verwandt. Ja. Inwiefern? Mutti, Tochter. Mutti, Tochter. Von wo kommt ihr beiden denn? Aus Hamburg. Aus dem schönen Hamburg? Ja, aus dem schönen Hamburg, an der Elbe. Richtig geborene Hamburger? Ja. Beide. Spitzenmäßig. Echte Hamburgerin. Genau. Was macht ihr beiden denn da? Ja, ich verkaufe Werbung, Sales Managerin, selbstständig und habe ganz viel mit Pferden zu tun, schon mein Leben lang. Wir sind eine Reiterfamilie. Ja. Ach, Hobby ist gut, das sind die Pferde. Ne? Ja, Pferde. Reden, ne? Die brauchen schon viel Zeit. Ja, das denke ich mir. Ihr Lieben, ihr habt Schmuck mitgebracht, ein Armband. Von wem ist das denn jetzt? Von der Mutti oder von der Tochter? Von meiner Mutter. Von der Mutter, von der Oma schon. Von Oma, Und es gefällt dir jetzt nicht mehr so? Es gefällt dir nicht mehr so? Es gefällt uns beiden, aber wir beide tragen es nicht. Es ist so schade. Es ist 2 bis 3 Mal erst getragen worden von meiner Oma. Die hat es damals zur Silberhochzeit bekommen. Ja. Und es liegt nur rum. Und das hätte Oma auch nicht gewollt. Nö, da muss getragen werden. Eben. Ja, dann werden wir mal gucken, das Wort quitt kriegen. Ne? Aber erst hören wir uns mal einiges an. Mhm. Wo auch immer du starten möchtest. Ich habe als allererstes eine Frage. Die Silberhochzeit, war die in den späten 60ern? Oder wann hat die denn stattgefunden? Ja, das hat meine Mutter zum 25-jährigen Hochzeitstag von meinem Vater bekommen. Und das war genau 1972. 72. Okay. Passt auch. Ja. Gut. Ja, es ist ein kostbares Armband, ein wertvolles Armband. In Weißgold gearbeitet, Weißgold 750. Hier gibt es eine Punze. Und in einem Stil, in einer Verarbeitung, die eigentlich für die 1960er Jahre sehr typisch ist, in den 70ern aber fortgeführt wurde. Es gibt hier einmal dieses Kettenstück, das sich aus, man könnte fast sagen, aus Weißgoldquadern zusammensetzt in dieser Borkenfräsung. Aber wichtig eigentlich ist natürlich hier vorne die Schauseite. Heute laufen die Armbänder alle rings um das Handgelenk, meistens in gleicher Manier. Aber damals war es wichtig, die Schauseite, man hat repräsentiert. Und an der Unterseite durfte es also auch etwas schlichter sein. Und das Ganze erinnert mich in der Gestaltung ein bisschen an einen geflochtenen Zopf, in den so kleine Blümchen reingesteckt sind. Ja. Passt eigentlich zu einer Silberhochzeit auch sehr gut. Mit diesen ganzen Diamanten hier, die zusammen 2,24 Karat wiegen. Das ist schon was. Ja, ich habe das vorhin vermessen, aber ich weiß es so ganz genau, weil es hier vorne auf dem Schnepper auch eine kleine Punze gibt. Und da ist also eine 2,24 einpunziert. Das hat man bei hochwertigen Schmuckstücken so gemacht, damit man dann auch wirklich das Steingewicht genau wieder rekonstruieren kann. Ich habe keine Beschädigungen gefunden und die Steine sind auch in einer sehr schönen Qualität. Also definitiv im oberen Farb- und Reinheitsbereich. Ob jetzt alle wirklich lupenrein sind, das kann man jetzt im gefassten Zustand so nicht sagen, aber es ist eine sehr schöne Verarbeitung. Den Hersteller selbst, den konnte ich leider nicht eruieren. Es gibt hier eine kleine Punze, eine Meistermarke. Das könnte ein E und ein H sein, aber da kann ich jetzt leider nicht genau sagen, welcher Goldschmied hier. Ich denke mal ein Hamburger. Könnte das ist ein sein. Hamburger, erster Juwelier, Bramfeld und Gutruf. Und das, ja, die kenne ich natürlich. Bramfeld und Gutruf, genau. Das ist die älteste noch aktive Juweliersdynastie, könnte man sagen. Aber die hatten meines Wissens eine andere Marke. Und möglicherweise haben die dieses Stück auch arbeiten lassen oder zugekauft. Und eben der Goldschmied selber, der hier seine Marke eingeschlagen hat, den können wir nicht jetzt hier auf die, zumindest jetzt nicht hier feststellen. Ja. Aber definitiv ist das natürlich ein sehr gutes Haus. Ja. Ihr Lieben, einen Wunschpreis hätte ich gerne.
Ja, so 2000 Euro denke ich bestimmt wegen der Qualität alleine schon. Gibt der Markt so viel her? Der Goldwert liegt heute bei 1400 Euro in etwa. Die Steine sind von schöner Qualität. Ja, für die Steine würde ich auf jeden Fall auch noch mal 1000 Euro ansetzen. Mhm. Und ein bisschen noch für die Verarbeitung. Also ich finde 2500 bis 2700 Euro, das sollte Ihr Armband hier bringen. Oh, schön. Das hört sich gut an. Ja. Hört sich gut an. Ist das nicht schön, wenn Wünsche noch übertroffen werden? Ja. Das ist schön. Jetzt muss nachher nur noch da hinten unsere Schatzkammer ihre Toren öffnen. Ne? Hiermit geht's schon mal rein. Bitte schön, ihr Lieben. Dankeschön. Viel Vergnügen mit dem Händler. Dankeschön. Da geht's vorbei. Tschüss dir. Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden und ich freue mich vor allem, dass die Expertin dieses Stück so gewürdigt hat. Das hat mich sehr gefreut. Die hat sofort erkannt, das ist was Besonderes. Genau, das finde ich auch. Boah, super schön. Also wenn ich jetzt sowas tragen würde, fände ich es spitzenmäßig. Aber ist nicht, nee, kann ich nicht. Man muss auch schon mal Trend setzen, Friedrich. Sollte man auch mal, aber super schön. Ja, wir sind schon richtig gespannt. Hoffen, dass die Händler das Stück genauso zu schätzen wissen wie die Experten. Mhm. Und ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Ja, genau. Ich auch. Mal schauen, wie aufregend die Verhandlung wird. Ist das Armband ein Selbstläufer oder müssen Carina und Karin nachhelfen? Hallo, die Damen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Damen. Guten Tag. Hallo. Tag. Sie bringen ein schönes Band aus Weißgold mit Brillanten. Ja. In 18 Karat gefertigt, ca. 2,2 Karat Diamantbesatz. Mhm. Auch eine schöne Qualität, sehr saubere Steine. Setzt tolle Akzente. Sehr schön. Ja. Und kaum getragen, ne? Zwei bis dreimal nur getragen. Warum nur zwei oder dreimal getragen? Ja, meine Oma hat das damals zur Silberhochzeit bekommen und hat das gehegt und gepflegt und mochte das immer nie. Und es gibt kaum noch Anlässe heutzutage. Und insofern liegt das nur in der Schublade und das ist einfach zu schade. Also, da muss ich widersprechen. Man kann das auch heute gut zu Jeans tragen, aber auch zum Abendkleid oder auch mal, wenn man abends irgendwie ausgeht. Ich finde, Schmuck sollte jeden Tag getragen werden. Ich starte mit 2200 Euro. Tja, Susanne hat gerade auch noch ganz viel gerechnet und so, die Steine. Ja. Ich mache nicht mit. Oh. Wir haben hier einen Goldwert von etwa 1300, 1400 Euro. Stimmt das ungefähr? Das stimmt. Mhm. Dann die Steinchen obendrauf. Ja. Und schon bist du bei 2200 Euro. Tja, also ich bin nicht dabei. Gut. Da ihr hier von den Herren so wenig kommt, würde ich mein Angebot auf 2500 Euro noch erhöhen. Ja, ich hatte natürlich erhofft, weil die Spanne der Expertise lag von 2500 bis 2700, dass wir da vielleicht hinkommen, weil das ja eben doch so gut erhalten ist. Ja, also tatsächlich sehe ich das im Verkauf bei ca. 2,9. Mhm. Und dann möchte ich eigentlich mein Angebot nicht erhöhen. Und das deckt sich ja auch fast mit der Expertise. Mhm. Aber natürlich müssen sie auch nicht verkaufen. Dann machen wir das. Ja, okay, super. Mhm. Der ursprüngliche Wunschpreis ist somit um 500 Euro übertroffen. Dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000. 1, 2, 3, 4, 500. Vielen lieben Dank. Gut, vielen Schön, Dank. Viel Spaß damit. Danke, werde ich haben. Vielen Dank. Tschö, danke, gut. Tschüss, 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 danke. Ja, schönes Abend. Schönes Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt 2,5, wenn die Expertise bei 2,7 ist, absolut in Ordnung. Also absolut, vollkommen richtig gemacht. Wir wollen eine Schiffsreise zusammen machen und da freuen wir uns schon drauf. Da reicht das Geld. Auf jeden Fall, dann machen wir uns das gemütlich und das wäre auch der Wunsch von Oma.